Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Titel Entscheidungen treffen. Das ist ja was, was unglaublich schwer fällt. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der sagt, Entscheidungen treffen, kein Ding, mache ich. Macht mir auch gar keine Bauchschmerzen, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja solche und solche Entscheidungen. Ne? Es gibt die Entscheidung, trinke ich heute Tee oder trinke ich heute Kaffee? Und es gibt die Entscheidung, kündige ich meinen Job und bewerbe mich für einen neuen Job? Ne? Oder ziehe ich von Stadt A zu Stadt B? Das sind so krasse Entscheidungen, die so lebensverändernd sind, wo man auch die Angst hat, ganz viel falsch machen zu können. Oder wo, wenn man jetzt Mutter oder Elternteil eben ist, man nicht nur für sich selbst entscheidet, sondern die Entscheidung, die man trifft, auch andere Menschen beeinflusst. Und dann wird es ja nur komplizierter und noch schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen möchte ich heute mal so über das Thema sprechen, wie sich das für mich in den letzten Jahren entwickelt hat und was ich euch für Empfehlungen geben kann, wie man leichter Entscheidungen treffen kann. Ich habe im ein oder anderen Video schon mal hier und da darüber gesprochen und heute gehen wir da einfach nochmal kompakter, tiefer drauf ein. Die Frage ist ja, warum fällt uns das so schwer, Entscheidungen zu treffen? Das hat zum einen was damit zu tun, dass wir verlernt haben oder es nie gelernt haben, auf unsere Intuition zu hören. Also Kinder haben eine sehr reine, sehr gute Intuition und die Gesellschaft lebt ihnen aber vor, dass das nicht die Art ist, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Dinge regeln. Und dann passieren manchmal Dinge, wie bei mir zum Beispiel, dass die Intuition ganz laut, ganz klar gesprochen hat und man aber gegen diese Intuition gehandelt hat. Warum tut man das? Weil man bestimmte Verhaltens- und Glaubensmuster hat, die dann einfach übernehmen, die dann lauter sind, die dann präsenter sind. Und dann überhört man seine Intuition. Und dann gerät man in Situationen, die halt echt scheiße laufen. Und dann gibt es da so einen Bruch in dieser Beziehung zwischen dir und deiner Intuition. Du, die sich selbst halt die Schuld gibt und ein schlechtes Gewissen hat, nicht auf diese Intuition gehört zu haben. Und diese Intuition, die von dir auch nicht gehört wurde und dann halt leise wird. Und dann dürfen wir anfangen, diese Beziehung zwischen uns selbst und unserem Bauchgefühl, unserer Intuition, wie auch immer du das nennen möchtest, wieder aufzupäppeln und ganz leicht zu stärken. Warum fällt es uns noch so schwer, Entscheidungen zu treffen? Weil wir uns selbst nicht vertrauen. Wir vertrauen nicht darauf, dass wir die richtige, gute Entscheidung treffen können, oder? Wir haben kein Urvertrauen in uns, dass wir genau wissen, was die richtige Entscheidung ist. Und wir wissen es. Tief in uns drin wissen wir. Auf jede Frage, auf jede Entscheidung, die wir treffen müssen, wissen wir die richtige Antwort. Die ist in uns. Wir hören nur nicht hin. Wir glauben nur nicht, dass es wahr sein könnte. Wir nutzen gar nicht erst diese Option, sondern sind halt ganz viel im Außen und führen Gespräche und wälzen alles hin und her. Man kann mit dem Außen Entscheidungen treffen. Schreib dir eine Pro- und Kontraliste. Klar, hol dir andere Meinungen ein. Aber am Ende des Tages ist es A, das Beste, das Richtigste und das Einfachste, wenn wir Entscheidungen treffen, indem wir auf uns selbst hören. Weil die Antworten nun mal in uns sind. Ich muss das mit dem Licht ändern. Das stört mich abstrus. Ich freue mich so wahnsinnig, dass die Sonne da ist, aber jetzt gerade ist nicht so gut. So, genau. Und dann wurde es unsere Gesellschaft einfach nicht so ausgerichtet, ne? Dass man Bauchentscheidungen trifft. Nein, das muss alles Hand und Fuß haben. Und da denken wir alle, überdenken wir alles noch 50.000 Mal und denken vor allen Dingen an alles, was schief laufen könnte, statt zu denken, hey, was kann denn alles gut damit laufen? Und ich habe mich immer wahnsinnig schwer, mit den kleinsten Entscheidungen habe ich mich wahnsinnig schwer getan, hatte immer unglaubliche Bauchschmerzen und es ging nicht. Ich konnte einfach keine Entscheidung für mich treffen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und der erste Schritt, den ich dann gegangen bin auf dem Weg, war, dass ich mit Hilfe von Meditation Entscheidungen getroffen habe. In Meditationen, das sind Herzmeditation ganz oft oder einfach auch, wenn ihr jetzt auf YouTube eingibt, Meditation, um Entscheidungen zu treffen. Meditation, um eine Frage zu beantworten. Dann sind das ganz oft Meditationen. Ich meine, ich habe auch schon mal sowas Ähnliches gemacht, dann verlinke ich euch das unten in der Infobox. Wo ihr euch mit eurem Herzen verbindet, euch tief entspannt. Und wenn wir tief entspannt sind, können wir viel besser auf unsere Intuition hören. Und dann diese Frage stellt. Zum Beispiel,
soll ich nach Köln ziehen? Soll ich meinen Job kündigen? Und dann, pfiuh, so ist es bei mir, ploppt da entweder ganz schnell eine Antwort auf, ja oder nein. Und dann sind wir so, das kann ja nicht stimmen, doch. Genau, das stimmt. Das kann passieren. Es kann passieren, dass Bilder oder Gefühle hochkommen. Es kann passieren, dass in dem Moment in der Meditation noch gar nichts passiert und die Antwort erst Tage später zu euch kommt. Und so habe ich dann angefangen, große Entscheidungen zu treffen oder so Entscheidungen, mit denen ich mich ständig hin und her gewälzt habe und wo ich schon Gespräche geführt habe, wo ich schon meine Pro- und Kontralisten geschrieben habe, was alles okay ist. Pro- und Kontralisten macht es super gerne. Und dann aber in mich reinzuhören. Und so habe ich dann angefangen, Entscheidungen zu treffen. Das ist aber kein sehr praktikabler Weg, weil du musst erstmal die Ruhe finden, du musst erstmal dir die Zeit nehmen, um da so eine Viertelstunde, 20 Minuten so eine Meditation zu machen. Und bei den ersten Malen findet man das vielleicht noch ganz nett und handelt dann trotzdem gegen das, was man in der Meditation erfahren hat, weil unsere Gedanken- und Verhaltensmuster eben noch viel zu laut sind, unsere Konditionierung, die wir erfahren haben. Aber mit jeder Meditation kommst du dem Ganzen ein Stückchen näher und findest mehr Vertrauen in dich selbst und in diese Stimme in dir. Was ich dann also quasi zusätzlich gemacht habe, und diese Meditation nutze ich mittlerweile nicht mehr, brauche ich nicht mehr, ist zum einen habe ich mein Urvertrauen gestärkt. Dieses Vertrauen in dich selbst, dass du weißt, was das Richtige ist. Aber auch Vertrauen in das Leben, dass das Leben es gut mit dir meint. Dass es dir nichts Böses will, sondern dass es was Gutes mit dir meint. Und seitdem lebe ich auch nach diesem Motto, hey, wenn ich eine Absage irgendwo bekomme, ja, okay, dann war das nicht für mich bestimmt. Ich bin traurig, ich kann weinen, aber dann war das nicht für mich gedacht, weil was anderes für mich gedacht ist. Ey, cool, okay, bin ich fein damit. Es lebt sich so viel leichter. Urvertrauen stärken kann man wunderbar, indem man mit seinem ersten Chakra zum Beispiel arbeitet, mit der Farbe Rot, mit Chakra-Meditation für das erste Chakra, mit ätherischen Ölen für das erste Chakra. Es gibt wunderschöne Meditationen, die das Urvertrauen stärken, dieses Vertrauen in dich und in das Leben. Wenn ihr euch dann noch mal explizit gerne eine Meditation wünscht, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann bereite ich da was vor. Das ist so wichtig, jetzt auch unabhängig von diesem ganzen Thema Entscheidung treffen, sich selbst zu vertrauen. Und dem Leben zu vertrauen, dass es es gut mit dir meint. Dass du sicher in dir, mit dir bist. Das verändert so viel in deinem Leben, in deinem Außen. Damit habe ich also begonnen, mein Urvertrauen zu stärken. Und es hört nicht auf, das mache ich immer noch. Und zum anderen, und das habe ich im letzten Vlog angesprochen, habe ich mir sagen lassen, wie ich Julia, am besten Entscheidungen treffe. Und das hängt mit unserem Human Design Typ zusammen. Also jeder von uns ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise gewollt, geboren mit einem bestimmten Typen. Und dieser Typ zeigt auch, wie man am besten Entscheidungen trifft. Da gibt es viele verschiedene Typen, ich bin keine Expertin. Ich treffe Entscheidungen mit Ja oder Nein. Ich habe eine sehr laute Intuition, die mir sagt Ja oder Nein, ganz klar. Es gibt Menschen, die fühlen das eher emotional. Es gibt Menschen, die erst eine Nacht drüber schlafen müssen, ehe sie sich tatsächlich wahrhaftig entscheiden können. Und das für sich zu wissen, gibt einem A, die Sicherheit auch wieder in sich selbst. Ich weiß, wie das geht. Auf diese Art und Weise ist es für mich gedacht. Also treffe ich Entscheidungen jetzt nur noch so, weil das für mich am besten funktioniert. Aber auch, weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist, es dann so zu machen, wie du es für dich machen sollst. Ne? Das ist so wie, wenn ich eigentlich Linkshänder bin und die ganze Zeit versuche, rechts zu schreiben, das läuft halt scheiße. Also fange ich an, mit links zu schreiben, weil das so für mich gedacht ist. Und so habe ich angefangen, Entscheidungen so zu treffen, wie das für mich richtig ist. Und ich habe das erst angefangen zu trainieren. Das hatte ich schon angefangen, indem ich auch wieder mehr versucht hatte, im Vorfeld auf meine Intuition zu hören. Und habe halt angefangen. Ich lebe in einer Kleinstadt. Wo ich langfahre, ist meistens egal, alle Wege führen nach Rom. Ich stehe an einer Kreuzung, das mache ich immer noch so, jeden Tag. Das ist schon so drin. Ich stehe an einer Kreuzung, ich kann zum Beispiel geradeaus und rechts fahren. Ich frage, soll ich geradeaus fahren? Ja. Und dann stelle ich immer noch mal die Gegenfrage, einfach auch für die Sicherheit für mich. Soll ich nach rechts fahren? Nein. Und dann fahre ich geradeaus. Muss ich das von meiner Intuition entscheiden lassen? Nein.
Tut's mir weh? Nein. Und so übe ich, wieder mir und meiner Intuition zu vertrauen und das ganz alltäglich werden zu lassen. Morgens soll ich einen Kurwach oder einen grünen Tee trinken? Also nicht, ich stelle keine Oder-Fragen, sondern soll ich einen Tee trinken? Nein. Soll ich einen Kurwach trinken? Ja. So, ganz kleine Sachen. Aber so mache ich das eben auch mit größeren Sachen. Und da stelle ich dann auch gerne mal immer mal wieder dieselbe Frage. Und es wird immer wieder dieselbe Antwort kommen. Und was ich jetzt letztens hatte, wo das nicht so eindeutig war mit Ja und Nein. Wenn es nicht eindeutig ist, ist es ein Nein. Also wenn es kein eindeutiges Ja ist, ist es ein Nein. Warum ist es da so schwer, in dem Moment eine Entscheidung zu treffen? Weil da noch ganz viel unsere alten Muster greifen. Ne? Je nachdem, was da thematisch gerade getriggert wird, greifen da noch alte Verhaltens- und Gedankenmuster. Und deswegen ist die, und das überlagert so ein bisschen diese intuitive Stimme. Und deswegen ist es dann so schwer. Was ich dann in dem Fall gemacht habe, es war kein eindeutiges Ja, also war es ein Nein. Und damit bin ich dann einfach gegangen. Fertig. Nicht hinterfragen. Das ist das, was ich gelernt habe. Das dann einfach so nehmen und damit gehen und nicht hinterfragen und nicht noch fünfmal überlegen, war das jetzt die richtige Entscheidung? Wir sterben ja auch ganz oft nicht daran, wenn wir vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen. Und wer sagt denn, ob das richtig oder falsch ist? Ne? Also das muss man alles auch mal wieder in Relation setzen. Ne? In dem Fall war das dann kein eindeutiges Ja und dann habe ich es einfach sein lassen. Und so wird es auch in Zukunft sein, wenn ich kein eindeutiges Ja kriege, werde ich es einfach sein lassen. Es ist ein Nein. Und wichtig ist dann aber dieses, okay, ich habe mich entschieden, ich gehe da jetzt damit und Punkt. Und ich lasse es einfach. Und ich verstehe so sehr, dass das schwieriger ist, wenn man für andere Menschen entscheiden muss, ne, wenn man Entscheidungen für seine Kinder treffen muss, wenn meine Entscheidung noch meinen Partner und meine Kinder oder meine komplette Familie oder das Unternehmen, in dem ich arbeite, beeinflussen. Das verstehe ich alles, aber am Ende des Tages, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du musst dein Leben leben. Wenn das die richtige Entscheidung für dich ist, dann gehst du das. Ob das jetzt deinen Kollegen gefällt, egal. Mit deinem Partner, dann muss man gut miteinander darüber sprechen. Es war meine intuitive Entscheidung. Ich möchte das so. Kannst du damit leben? Können wir da einen Kompromiss finden? Und dieses Entscheidung für die Kinder treffen, hey, wie cool ist es denn? Wir sind Mütter, wir sind geboren dafür, intuitiv das Richtige für unsere Kinder entscheiden zu können. Also lasst uns doch auf unsere Intuition hören, wenn wir Entscheidungen für unsere Kinder treffen müssen. Und auch da geht es ja ganz oft nicht um Leben und Tod. Nicht immer, aber ganz oft nicht darum. Wir denken nur, es würde um Leben und Tod gehen. Wir handeln so, als würde es um Leben und Tod gehen. Das sage ich auch ganz oft zu meinen Kindern. Du verhältst dich gerade so, als würde ein Löwe vor dir stehen und dich auffressen wollen. Steht gerade ein Löwe vor dir? Nein. Okay. Deine Angst ist gut, deine Angst ist berechtigt, aber du bist gerade nicht in Lebensgefahr. Du bist sicher und wir können jetzt hier anfangen, uns anders zu verhalten. Und uns auch selbst immer wieder, bin ich gerade in Lebensgefahr? Nee, okay, kann man Gang runterschalten und das Ganze wieder mal ein bisschen aus einer gechillteren Perspektive betrachten. Und das ist es, wie ich für mich gelernt habe, besser Entscheidungen zu treffen und wie ich aktuell Entscheidungen für mich treffe. Und vielleicht war das inspirierend für dich. Vielleicht sagst du, ja, cool, okay, probiere ich aus. Dann findest du wieder unten in der Infobox Hilfestellungen, Experten, meine Human Design Expertin, an die du dich wenden kannst, wo du mal schauen kannst, hey, was ist denn die Art und Weise, wie ich am besten für mich Entscheidungen treffe? Und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und teilt das Video doch gerne mit jemandem, dem es auch schwerfällt, Entscheidungen zu treffen oder der gerade eine schwierige Entscheidung zu treffen hat. Und um den Algorithmus hier auf YouTube zu fördern und mich ein bisschen zu unterstützen, würde ich mich über einen lieben Kommentar freuen. Und schreibt mir doch bitte in die Kommentare, fällt es dir leicht oder schwer, Entscheidungen für dich zu treffen? Und wenn du auch noch Tipps hast, wie du besser Entscheidungen treffen kannst, dann teile es auch gerne mit uns allen in den Kommentaren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.